Wenn wir mal die Länge messen, so, von uns testen, so, die schippen da rein, Alter, jetzt wieder ein Zentimeter länger, wo haben wir denn da, sind wir 60, ach da Schande, 68, das Kabel muss ich auch noch rein, 69, 70, ach du Schande, 70. Oh mein Gott, das sind 20 cm, wo ich hinten raus muss aus dem Serverschrank. Ja, eigentlich brauche ich einen größeren Serverschrank, gell? Andererseits kostet Geld, machen wir nicht. Fertig. Den erweitern wir jetzt, den Serverschrank. So, da haben wir jetzt da 70, ich habe es hinten schon ausschauen lassen, wie viel das das ausmacht, also quasi misst man jetzt einmal. So. Passt. Dann haben wir da genau bei 70 und dann schauen wir hinten, das ist ja die Rückseite, 13 drüber, aber ich muss ein bisschen reingehen. So eine. Weil da kommt eine normale Rückwand rein, eingestellt. Dann ist das zu. Und ich möchte aber die Rückwand wieder hernehmen. Die Rückwand verändert sich nicht. Die wird einfach da hinten außen verlängert. 15 cm. Dann habe ich da ein Blech, habe ich, da ein Blech habe ich, unten eine Seite, ein Blech nach außen. Da außen, dann die vier Bleche miteinander verschweißen und da eine Schraube. Und dann kann ich quasi die Rückwand wieder original, da mache ich noch zwei Schlitze rein bei dem Blech, so wie du jetzt original auch drin haben. Da ist ein Schlitz, da ist ein Schlitz. Dann stellst du es unten rein und klappst das zu. Normalerweise kannst du es dann zusperren, bungslos. Also da ein original Schlitz an der Seite, wenn da drin hat. Für hinten habe ich es jetzt nicht, aber ist ja wurscht, das kann man auch noch festmachen. Hauptsache, ich kriege das Ding dicht, dass da nichts mehr verstaubt. Jetzt schauen wir schnell mal Blech. So, ich glaube, ich habe schon eins gefunden im Gedächtnis. Nein, nicht das da. Das ist mir eine gute Bodybone. So. Da kommt auch noch ein Projekt, glaube ich. Dann haben wir da jetzt 36 und 1,68 m muss jetzt eigentlich bloß hoch sein und das hat mindestens 2 Meter. Also wenn ich jetzt da sage, wir schneiden in der Mitte durch, dann haben wir 18 cm, dann habe ich nur mit 3 cm mehr Luft. Das passt auch. Und ich habe schon die Kanten, die wo ich haben möchte, so dass ich es festschrauben kann, auf jeder Seite. Und jetzt brauche ich aber nur quasi die Querblech unten und oben. Da muss ich nur schnell schauen. Habe jetzt nicht ausgemessen. Aber das haut schon mal hin. Dann haben wir das erste Blech gefunden. Und das andere Blech, ich glaube, da habe ich nur irgendwelche Seitenwänden von alten Rechner. Das konnte auch gehen. So. Schauen wir mal da rein. Können wir den Heizkörper zerschneiden. 60? Nein, passt nicht. Da haben wir was. 40? Nein! So. Nein, das ist zu schwer. Was haben wir da noch? Spannend! Wo ist mein Blech? Du hast nur ein Blech gehabt. Okay, dann. Und da ist was. Shit, da liegt jetzt gerade das da drauf. Ja. Da haben wir was. Tür und Tür. So. Feine Sache. Die schmeißt man unten rein. Siehst, haben wir das auch gleich gefunden. Unten hätten wir eher eine Wärmeisolierung gebraucht. Was haben wir denn da? Ui, die Server. Okay, ideal.
Servergehäuse dazu ist in meinem Bulo-Gewicht verbaut. Einbetoniert. Ja, das muss da stabilisieren, so ein Beton. Gell? So, was haben wir denn jetzt da? 48 Bretten brauchen wir. Da haben wir 43. Aber es macht nichts, dann nehmen wir sowas da länger raus, dann müssen wir zwei Schnitte machen. Jo, da haben wir jetzt genügend Blech. Genau. Passt. Wunderbar. Dann können wir da noch. Hui. Ist ja hier wieder Vogel schon wieder pfeift. Dem gefällt das wieder. So ein Arsch. Seiten haben wir jetzt schon mal. Drei Stück. Da haben wir einen umgebogenen Rand. Den machen wir da auch noch. Ja, habe ich extra 1,5 cm länger lassen. Ja, jetzt habe ich alles zurechtgeschnitten. Punkt mal das Teil zusammen. Und zwar, da haben wir eh noch eine Verstärkung dran lassen, auf der Seite auch. Das ist quasi die Rückseiten, wo dann die Rückseiten wieder reinkommt. Und das verpunkten wir jetzt miteinander. Genau. Wir haben einfach ein paar Punkte hingesetzt. Genau. Dann kann ich das quasi auf die Rückseite reinstellen und unten zwei Löcher reinbohren. Weil da habe ich eh schon zwei Löcher am Schaltschrank. Da kann ich es dann miteinander verschrauben unten. Genau. Und da auf die Rückwand, auf links und rechts, kann ich dann die Originalrückwand reinsetzen. Genau. Da mache ich nur zwei Winkel hin, weil dann mache ich jetzt da zwei Schlitze rein und stelle die Originalrückwand, die mache ich rein. Genau. Ich mache zwei Schlitze rein. Zwei Schlitze machen wir da rein. Und da nur jeweils bei jeder Rückwand zwei Winkel anpunkten. Dann kann ich die Originalrückwand einfach wieder reinstellen und hochklappen. Genau, mit dem Originalgeschloss wieder zu machen. Perfekt. So, haben wir gepunktet, genau auf dem Lack drauf, so wie das sein muss. Ja, wir machen mal mit dem Pfühldraht. Das hat bei mir schon immer scheiße ausgeschaut. Mit Gas schmeißt ja jeder Baby. Aber mit Pfühldraht schaut es immer kacke aus. Aber es hält auf jeden Fall. Das weiß ich schon. Ja. Sehr langsam wird. So, jetzt haben wir eine fette Passung gebaut. Und zwar. Das steht verloren da drin. Super. Also, da unten haben wir quasi die zwei Schlitze, da, vom vorher noch, die machen wir jetzt da rein, weil diese Rückwand, die da, hat ja unten die zwei Laschen und dann brauche ich das da bloß noch einstellen unten und wieder reinkippen und den da, der wo das Schloss da ist, dass das Schloss einhageln kann, den machen wir da wieder rein. Dann kann man das ganz normal original wieder zusammenbauen. Das Kastel. Das hat bloß hinten einfach das dazu gekriegt. Ja. Jetzt lackieren wir das noch und. Ja, meine Schweißung brauchen wir jetzt nicht mehr, aber da streiche ich sowieso drüber. Das ist dann unerkennbar. Was Werk des Tages. Schon mal prophylaktisch angesprüht mit nicht passendem Lack, aber schau, passt original aus. Jetzt haben wir da nur was gefunden.
So. Schaut doch gut aus. Da auch noch. Das muss ja bloß ein bisschen eingenebelt werden, dass man das nicht mehr so sieht. Genau. Dass es nicht so rostig ausschaut, wenn er rostig wird. Ja, das passt doch. Da ist er hin. Hey, wie ein Profi. Ja, Profut. Oh. Profi. Mit Schütteln kommt schon noch was raus. Ja, ich meine die Spraydosen. So. Schön. Da ist noch was. Mit Masse haben wir da was. Freilackiert. Freigeschliffen. Gut. Das passt schon, das Innen, das sieht man sowieso nicht. Das ist an der Seite, das sieht man. Also eine Seite auf jeden Fall. Die nicht. Oder? Ist das die Seite, wo man sagt? Ja. Das ist die Seite, wo man nicht sagt. Die Seite sieht man. Scheiße. Da muss ich da noch was hinsprühen. Ach, das ist super. Zwei noch. So wie von allen Seiten geschossen. Ja, man soll ja sehen, dass man was gemacht hat, oder? Also muss man nicht ausschauen wie vom Werk aus. Wie geschlägt. So, jetzt haben wir ihn erweitert, den Schrank. Und siehe, kann sich gar hinten wieder zusperren. Ja, da haben wir noch ein paar Bleche gefunden, die wenn man da missbrauchen kann. Also die Kanten, die habe ich schon geratet, das ist jetzt aber nicht so toll. Ich kehre das umbauen, dann ist das Schrankbau like voll profimäßig. Aber ich habe das da unten quasi schon mit der Flexhülle Schlitze reingemacht. Dann kann ich die quasi da wieder einstellen, weil die haben ja da unten seine Falzen dran. Da praktisch unten lässt man es einrasten und dann quasi nur noch zurückklappen. Und da habe ich es jetzt noch provisorisch festgemacht. Wird noch festgeschraubt miteinander. Aber jetzt passen meine Batterien rein. Ja. Wunderbar. 1A, eingeschlossener Schrank. Genau, ich wollte schon Holz hinten hinbauen, aber ich habe mir gedacht, nein, das ist ein Krampf. Wenn, dann mache ich es einmal und dann gescheit, weißt du? Das ist ja ein Serverschrank, warum soll ich den nicht verhunzen? Und nur so ist eigentlich nicht verhunzt. Gut, da. Die Lackierung ist nicht toll, aber da kann man ja nachbessern. Okay, so schaut es aus. Jetzt können wir die da bei den hinteren Schirm. Siehst du das? Das passt ja komplett, die ganze Batterie hinten rein. Und vorne ans BMS. Weil da ist eine gläserne Tür. Da sehe ich dann die Lampe. Dann haben wir drei Etagen. Da sind noch eine. 1, 2, 3. Kommen drei Batterien ganz unten, die haben wir dann den Inverter rein. Genau. So schaut es aus. Und oben haben wir die Lüftung. Gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht.